kann aber unsere Artillerie schießen. Und das wird sie auch tun, so wie ich sie kenne. Ich kenne sie doch nicht. Jetzt können alle schießen. Na, da ist ein Schild. Sieht man eindeutig. Ja. Gott, wenn du nervst. So, wir haben 12 von denen. Tarnen. Das kostet uns Energie. Laufend. Ich versuch's einfach mal mit 10. Sagen auf gut Glück. Ja, koordinierter Angriff. Fliegen die nach da unten? Wobei, wir können das so machen, das finde ich. So, finde ich sinniger, dann fliegen sie nicht über das gesamte Wasser, wo ja da und Flugeinheiten rüberfliegen. Ach, hinter unserer Basis. Feiglinge. Eine Bombe, alle weg. Bisschen sympathisch ist der Typ, mir nicht. Dr. Brackman will doch nur die Freiheit fürs Universum. Galaxie, die Galaxie, ja. Ja, man sieht, die haben auch Flugverteidigung. Strategische Bombe kann alles angreifen, außer Unterwassereinheiten. Ja, sage ich doch, hat Schilde. Nur ja, an der falschen Stelle. Den Generator hat es gleich mit zerrissen. Greift mal das Schild hier an. Was? Zieht euch zurück. Zurück? Noch könnt... Du konntest es nicht schaffen. Na los, stellt endlich die Bombe fertig. Nee, ich tue nur so, als würde ich kämpfen, deswegen kann ich dich auch besiegen. So, sie fliegen in Formation bis zu dem Punkt, wo ich sie hier hingeschickt und ab dann ist ihnen die Formation egal, leider. Oh. Reparieren ihn mal. Wir könnten natürlich auch... So. Noch einen Schild bauen, der uns dann noch besser schützt. So, und jetzt greifen sie an. Ich habe immer noch nicht verstanden, was koordinierter Angriff ist. Aber das ist ja egal, solange er funktioniert.
Na, da ein bisschen Schild, das hält uns nicht auf. Hier sind meine Koordinaten. Treffen Sie mich dort persönlich. Ich werde diese Informationen nicht an Techniker übergeben. Ja, das heißt, ich muss dort mit. Besorgen Sie die Codes. Wir haben nur einen Versuch. Jawohl. Ich wollte damit eigentlich Truppen transportieren, aber das geht ja auch. Wir bauen die Gemini-Jäger trotzdem, um unsere, um den Transport zu eskortieren, weil SEUAC, Spiel verloren. Wo ist unsere SEO? Und dann glaube ich, haben wir die Mission auch schon geschafft. Naja, ich werde jetzt meine Jäger nicht tarnen, das macht ja wenig Sinn. Die sollen ja auch als Kanonenfutter dienen, wenn möglich. Naja, Gemini-Jäger können leider keine Flugeinheiten. Hallo? So, er muss ein Stück hochfliegen, um über den Hügel rüberzukommen. Die Codes werden hochgeladen. Upload vollständig. Versuchen Sie nicht mir zu folgen. Welche Basis denn? Naja, auf meine, denke ich mal. Kontrollieren. Ihr landet. Nochmal die Luftüberlegenheitsjäger. Stören Sie die Marinebasen? Ach, das noch. Wo sind die denn? Kampfhubschrauber wurden in die Luft geschlagen und die Codes sind versichert. Entfernen wir sie von diesem Fels. Einsatzgebiet ausgeweitet. Wir haben ein Problem. X5 wurde von der UOS gefangen genommen. Sie halten ihn in ihrer Hauptbasis fest. Lassen wir ihn verraten. Er und seinesgleichen kümmern sich auch nur um sich selbst. Wir geben keine Zeit mehr auf, oder es auch sein wird. Außerdem besteht die Gefahr, dass die UOS unsere Pläne durchschauen und die Codes nennen. Oh ja, sie werden den UOS-Kommander besiegen und X5 befreien. Commander, ich habe einen Prototyp des Virus auf dieser SCU geladen. Es bewirkt die Selbstzerstörung aller UEF-Kampfhubschrauber. Bringen Sie einen Techniker auf den Weg nach Süden und erobern Sie die Landeplattform des Feindes. Wenn Sie erfolgreich sind, zerstören Sie alle Kampfhubschrauber der UEF-Kopfsets. Und die UEF kann keinen Nachschub herstellen. Das ist kein Befehl, das ist nur eine Option. QAI Ende. Namen für Einheit heruntergeladen. Naja. Jetzt foltern die noch. Ich dachte, alle
So, da hat mein Aufnahmeprogramm schon wieder gespinnt. Meine Güte, das gibt's ja gar nicht. Noch irgendwas optimieren. Ja, unsere SEO steht da ziemlich nutzlos vor. So, diese Angriffsbots sind sehr stark, der Loyalist. Ist der schwerste konventionelle Direktfeuer. Warte, der Loyalist ist die schwerste konventionelle Direktfeuerwaffe der Cyprus. Er besitzt einen Disruptor. Er besitzt einen Disruptorpulslaser als Hauptwaffe und setzt ein schweres einen schweren Elektronenwerfer gegen leichte Kämpfer ein. Warum ist meine Maus immer weggegangen? Unverschämtheit. Eigentlich sollten sie ganz normal darauf landen. Da tanken die sich voll und reparieren sich. So einen Techniker nach dort bringen. Oh, das ist ja fantastisch. Schneide ich ganz normal. Ganz vergessen, dass es das ja auch noch gibt. La, ich bin schon so leise. Ich rede ja gar nicht mehr. Ach du meine Güte. Entschuldigung. Ich hoffe, das funktioniert, dass sie dann auch die mehreren nutzen, ne? Aber eigentlich sollten sie das während ihrer Patrouille auch automatisch machen. Da kann ich sie einfach so fliegen lassen. Es wird nichts mehr gebaut. Wir wollen hier noch ein bisschen Ärger machen. So, und jetzt landet bitte, ja? Das Rumfliegen macht mich kirre.